Vielleicht kennst du das auch. Ein Bild, wo man Folgendes drauf sieht. Auf der einen Seite ist die Welt mit all ihren Versuchungen und Verlockungen. Und dann gibt es eine gigantische große Schlucht, einen richtigen Abgrund. Ja? Und auf der anderen Seite ist das Reich Gottes. Und es ist unmöglich, über diese Schlucht zu kommen. Sie ist fast bodenlos tief und es ist zu weit, um irgendwie darüber kommen zu können. Aber es gibt einen Weg über diese Schlucht, diesen Abgrund, und das ist das Kreuz. Es liegt ein gigantisches, großes Kreuz über dieser Schlucht von der Welt hin zum Reich Gottes, und man kann darüber gehen. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild auch schon mal gesehen hast, ist mir schon ein paar Mal begegnet und ich fand das sehr, sehr eindrücklich. Weil das ist genau die Story und die Geschichte der Errettungsbotschaft. Auf der einen Seite ist die Welt mit all ihrem Elend, ihrem Not, ihren Schmerzen, ihrer Ungerechtigkeit, ihrem Leid. Und auf der anderen Seite ist das Reich Gottes mit all der Versorgung, dem Segen, der Fülle, die der Herr für uns hat. Und über das Kreuz, durch das Kreuz hindurch, kann man in dieses Reich Gottes hineinkommen. Es ist offen, es steht uns zur Verfügung. Jeder, der Jesus als Retter und Herrn annimmt, kann hineingehen in die Absichten Gottes für uns, in das Leben, das er für uns hat. Ich finde das ein grandioses Bild. Ich finde es sehr, sehr plastisch und sehr, sehr griffig, und es zeigt einfach das, was die Botschaft der Erlösung betrifft. Auf der einen Seite Sinnlosigkeit, Not, Schmerzen, Zerstörung, ja, Kriege, Kampf, und auf der anderen Seite eben die Segnungen Gottes. Frieden, Gerechtigkeit, Freude und vor allen Dingen eine Bestimmung, einen echten Sinn im Leben. Die Brücke als das Kreuz Jesu. Weißt du, es ist das Wichtigste im Leben, dass man auf dieses Kreuz sozusagen kommt, um in das verheißene Land zu gehen, in das, was Gott für uns hat, in sein Reich zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg, außer dieses Kreuz hin zu Gott. Weißt du, Religionen machen Folgendes. Sie versuchen, dass der Mensch durch irgendwas, was er macht, gute Werke, irgendwas, ja, sich eine Brücke baut, damit er rüberkommen kann. Aber es ist unmöglich. Die Schlucht ist zu tief, der Abgrund ist zu weit. Es geht nicht. Es ist hoffnungslos. Und die Bibel ist da komplett unmissverständlich. Sie sagt, es gibt keinen Menschen, der gerecht sein kann. Es gibt nicht einen. Es geht nicht. Wir brauchen eine andere Lösung. Der Mensch kann durch den Sündenfall überhaupt nicht so leben, dass er vor Gott gerecht ist. Geht nicht. Deshalb hat Gott von sich aus die Initiative ergriffen, ist Mensch geworden und hat uns den Weg geschaffen, durch den wir gerettet werden können. Das ist das Evangelium, das ist Christus. Deshalb ist er gestorben. Er ist für unsere Sünden gestorben, damit wir gerecht sein können. Und wir können es annehmen, wir können es ergreifen. Und wenn wir das tun, können wir in das Reich Gottes hineingehen. Das ist im Grunde genommen das Allerwichtigste, was man im Leben haben muss. Man muss gerettet sein in diesem Leben. Wer das verpasst, hat alles verpasst. Der hat alles verpasst. Die Bibel sagt, er kann die tollsten und erfolgreichsten Mensch der Welt sein. Wenn er das verpasst, hat er alles verpasst. Er hat das Wichtigste verpasst, er ist am Ziel vorbeigegangen. Wir müssen hineinkommen in das, was Gott für uns hat. Und das ist das, was wir mit Errettung, Erlösung, Bekehrung beschreiben, ja, hinein in die Absichten Gottes. Alles, was dazu notwendig ist, ist, dass man Ja sagt. Ja dazu sagt, ja, ich akzeptiere, das ist die Brücke, ja, das ist der Weg zu Gott, ja, auf den werde ich gehen, ja, ich gehe hinein in die Absichten Gottes für mich, ja, ich gehe aus dieser Welt hinaus, über das Kreuz, durch das Kreuz hindurch sozusagen, in das, was Gott für mich hat. Ja, ich mache mich auf den Weg zu Gott. Das ist die Botschaft der Erlösung. Und Hunderte und Hunderte von Millionen Menschen haben das jetzt, heute, in unserer Zeit und in der Vergangenheit gemacht. Gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und das kannst auch du tun. Und alles, was du tun musst, ist, dass du das akzeptierst. Dass du sagst, ja, ich akzeptiere, aus dieser elenden Welt heraus, durch das Kreuz, komme ich in die Absichten Gottes. Ich komme zum Vater, ich komme zu Gott, ich habe ewiges Leben. Nutz es. Das ist das Wichtigste und Wichtigste, was jeder Mensch in diesem Leben erleben kann, tun muss. Aber weißt du, zahllose Menschen sind so, dass sie auf die Brücke treten und dann da stehen bleiben. Im Bild gesprochen.
Sie gehen drauf, aber sie gehen nicht weiter. Sie gehen nicht in die Bestimmung, in die Absichten Gottes hinein, die er für ihr Leben hat. Sie sind sozusagen gerade so dabei. Sie ergreifen das Evangelium der Erlösung, sie ergreifen die Gnade der Errettung und dann bleiben sie stehen. Das ist das, was man so einen Babychristen nennt. Ja? Es ist wichtig, dass du zügig in die Absichten Gottes, in das Reich Gottes hineingehst, um dort deinen Lauf zu laufen, um dort Reich Gottes voranzubringen, um dort in die Absichten, die der Herr für dich hat, hineinzugehen. Aber zahllose Menschen machen das nicht. Zahllose Menschen treiben sich sozusagen da an diesem, ich sag mal, Brückenkopf herum, sind ein bisschen in der Welt, sind ein bisschen da an der Brücke und mal immer so hin und her. Ja? Im Alten Testament lesen wir von diesem Hinken auf beiden Seiten, keine saubere Entscheidung treffen. Das ist nicht der Platz, wo der Herr dich haben will. Er möchte, dass du in die Absichten hineingehst, die er für dich hat. Und das müssen wir bewusst tun, das müssen wir gezielt tun, das passiert nicht automatisch. Ja? Wenn wir das nicht tun und sagen, ja Herr, ich gebe dir mein Leben, ich stehe zur Verfügung, ich gehe weiter mit dir, gebrauche mich, ich will dabei sein, den Missionsbefehl umzusetzen und so weiter, dann, ich sag mal so, treiben wir uns irgendwo auf der Brücke rum und weißt du was? Das ist eigentlich nicht der Ort, wo wir hingehören. Eigentlich sind wir im verheißenen Land, was der Herr für dich und mich vorgesehen hat, sollten wir unterwegs sein. Wir sollen Frucht bringen und wir sollen zur Reife gelangen. Deshalb meine Frage an dich, wo befindest du dich gerade? Bist du auf der Brücke? Bist du noch am Anfang der Brücke? Bist du vielleicht gar noch in der Welt und hast das noch gar nicht für dich akzeptiert? Oder bist du schon in den Absichten Gottes in deinem Leben, in deiner Bestimmung unterwegs? Treib dich nicht auf der Brücke rum. Treib dich nicht am Brückenkopf rum. Es ist gefährlich. Spiele nicht. Es ist ein ernsthaftes Thema. Gott sagt, ich möchte, dass mein Volk in meinen Absichten unterwegs ist. Ich möchte, dass ihr als Kinder Gottes lebt, dass ihr Licht seid, dass ihr Salz seid und dass ihr Menschen mit dem Evangelium erreicht. Und in der Bibel finden wir für dieses Bild eine ganz eindrückliche Begebenheit. Und das ist der Auszug aus Ägypten. Das wird uns in dem Alten Testament ja in epischer Breite dargestellt. Ja, von der Gefangenschaft des Volkes, Mose, der dann berufen wird, diesen ganzen Plagen und Katastrophen, dieser Konfliktsituation, dann zuletzt der Tötung der Erstgeburt und dann diesem Auszug aus Ägypten und dann auf einmal sind sie in der Wüste. Ja, das ist sehr ähnlich, das gleiche Bild. Raus aus der Gefangenschaft, raus aus dem Land der Gefangenschaft, wo eben der Pharao, ein Bild für den Teufel, eben die Herrschaft hat, hinausgerissen und unterwegs in das verheißene Land Kanaan. Aber weißt du, was das Tragische ist? Diese erste Generation, die ausgezogen ist, die kam gar nicht in Kanaan an. Aufgrund von Murren, aufgrund von ihrem Unzufriedensein, aufgrund von ihren Klagen und Beschwerden, weil sie dauernd wieder nach Ägypten zurück wollten, zu den Fleischtöpfen. Ja? Und letztlich sind sie in der Wüste gestorben, sind 40 Jahre da in der Wüste rumgelaufen, bis sie endlich die nächste Generation bereit war, das verheißene Land einzunehmen. Und es war die ganze Zeit da. Es stand die ganze Zeit zur Verfügung. Und das ist genau das gleiche Bild. Geh nicht nur aus Ägypten raus, geh nicht nur von der Welt raus, sondern sieh zu, dass du in dein verheißenes Land hineinkommst, in die Absichten, die der Herr für dich hat, hineinkommst. Ja? Er will, dass du effektiv für das Reich Gottes stehst, kämpfst, baust und dass er durch dich wirken kann. Unser Slogan bei Gottes Haus heißt, Gott hat mehr für dich. Und das ist unsere absolute Überzeugung. Du sollst hineingehen und er hat immer mehr für dich, immer mehr für dich, immer mehr für dich. Egal wer es ist, wenn dir jemand einredet, du hast alles und mehr gibt es nicht, glaub es ihm nicht. Gott hat immer mehr für dich. Und wenn du 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre oder wie lange auch immer mit ihm unterwegs bist, er hat immer noch mehr für dich. Du wirst niemals das Maß erreichen, dass du sagst, ich habe alles, was Gott zu bieten hat. Was wäre denn das für ein Gott? Er hat viel, viel mehr für dich. Und er will, dass du dort hineingehst. Er will dich damit zum einen segnen, aber er will vor allen Dingen auch, dass du ein Segen bist für andere. Er will, dass durch dich das Reich Gottes gebaut wird. Streck dich aus nach mehr. Streck dich aus nach mehr vom Herrn. Was er durch dich tun will, wird er durch niemanden anders tun. Das Reich Gottes ist unsere Bestimmung. Und das Reich Gottes ist das, wo wir sagen, der Herr allein ist der Herrscher. Er hat alle Autorität. Ja? Da gehen wir hinein. Und mein Wunsch an dich und meine Bitte an dich ist, dass du dir einfach überlegst, wo befindest du dich gerade in deinem Lauf mit dem Herrn? Mach ernste Sache. Ja? Wenn du noch gar nicht angefangen hast, richtig ernsthaft darüber nachzudenken, dann
Nimm Jesus als deinen Herrn und Retter an und begib dich überhaupt erstmal auf die Brücke. Wenn du das schon getan hast, dann geh hinein in die Absichten Gottes. Er will dich gebrauchen. Er will sein Reich durch dich bauen. Er will Neues tun durch dich. Denk nicht zu gering von dir. Gott denkt auch nicht zu gering von dir. Ich bin sicher, er hat viel, viel mehr für dich, als du bis jetzt gesehen hast oder erahnen kannst oder gar erfahren hast. Er hat mehr für dich, und wenn du aktiv ihn bittest und sagst, ja, Herr, ich will es haben, ich will da hineingehen, ich will mehr von dir, ich will mehr mit dir erleben, ich stehe zur Verfügung, dann wirst du genau das erleben. Gott hat mehr für dich. Und deshalb lade ich dich ein, mach das auch zu deinem Gebet, dass du sagst, Herr, ich weiß, du hast mehr für mich, bring mich da hinein, ich will mehr von dir empfangen, ich will mehr mit dir erleben, ich will mehr mit dir unterwegs sein, ich will mehr sehen, dass das Reich Gottes durch mich tatsächlich Gestalt gewinnt. Amen.